Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, wir betreten jetzt den Friedhof. Der Friedhof. Sehen wir uns den auch erst einmal tagsüber an und dann nachts wieder. So. Wow, du hast ein Ei ausgebrütet. Dein Küken ist geschlüpft. Okay. Nice. Kiki. Okay, wollte das eigentlich jetzt zum Friedhof, aber... Ja. Bin ich unterbrochen worden. Bevor wir ihr das zurückgeben... Gehen wir es zu Talon. So viel Zeit muss sein. So, hier rein. Hallöchen. Hier ist er. Was? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Die Lon Lon Farm wurde von Basil übernommen und heißt jetzt Basil Farm. Ich hab man herausgeworfen, schauen mich nicht an. Meine Tochter Marlon arbeitet immer noch dort. Ich bin gerade. Warte mal. Ich mache mir Sorgen. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig blöd, aber ich bin jetzt. Wann ist das Spiel rausgekommen? 1998. Jetzt haben wir 2023. Das heißt. Nach 25 Jahren habe ich jetzt erkannt, warum die Lon Lon Farm Lon Lon Farm heißt. Wegen Talon und Marlon. Ich habe jetzt gar keine Webcam mehr eingeschaltet, aber mein Kopf explodiert gerade. Alter Schwede. Okay. Das ist cool irgendwie. So, okay, jetzt aber. Jetzt gehen wir hier das Huhn zurück. Ja, ja, Navi. Tür mal. Wir haben wichtige Reste zu tun. Müssen Hühner zurückgeben. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hündchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenne es Henny. Es hat einmal meinem Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus. Nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Klar. Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Im Gegensatz zu den anderen Hühnern kräht Henny sehr selten. Boah, wo haben wir das Hick abgeben müssen? Das weiß ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr. Aber werden wir sicher noch erfahren. So. Doch, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir es schon bald abgeben. So, gut. Ja, Navi. So, passt ja. Wir sind schon in Kakariko übrigens. Gut, jetzt aber zum Friedhof. Das mit der Lon Lon Farm, das ist das. Ah, so wieder Käfer können wir wieder empfangen. Aber eigentlich ist es mal wurscht, wir haben eh schon wieder 123 Rubine. So. Da wären wir wieder. Können wir da rein? Tatsache. Boris ist ja nicht mehr hier. Hütte des Totengräbers. Das Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Klar. Wer immer das liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Ich warte. Boris. Okay. Das machen wir. So. Da steht, glaube ich, nichts Neues. Ja. 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 Da hinten habe ich schon gesehen, dass da Irische sind. Wir könnten theoretisch die Gräber alle wieder... Oh, da ist ein Loch, okay. Na, da ist kein Loch, das schaut nur so aus. Wieder öffnen, aber ich glaube, da wird so nichts getan haben, außer bei einem Grab.
Das teste ich mal. Ah! Das zum Beispiel habe ich schon komplett vergessen. Da waren wir als Kind schon. Da kommen wir jetzt durch. Okay. Oh! Oh, okay. Ein Feenbrunnen. Ja, da konnten wir unsere Flaschen mit Feen wieder anfüllen. Eine Fee. Und noch eine Fee. Danke. Ja gut, dann haben wir das hier. Kann man eigentlich? Ah, okay. So, zumindest tauchen da jetzt nicht mehr kein Ibische mehr auf. Das schaut immer so aus, wenn da ein Loch drunter ist. Schau, wegen fies. So, das ist schon irisch. Aber die sind jetzt schneller hin. Warte mal. Machen das jetzt schlau. Und tot. Denn Irwisch könnten wir mitnehmen. Oder ihr Licht. Und könnten wir dann verkaufen bei diesem Geisterhändler. Aber ganz ehrlich. Wir müssen das nicht tun. So. Ah ja, genau. Da haben wir ja eine Wundererbse gepflanzt. Wir erinnern uns. Ah, so Glück. Und da können wir nämlich jetzt was machen. Das machen wir jetzt auch gleich. Sobald der Penner da wieder mal auftaucht. So. Hier. Und zwar können wir nämlich da jetzt drauf. Die bringt uns nämlich jetzt hier hin. Und... Oh, das ist ein Herzteil. Ein Herzteil. Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich deine Energieleiste. Um einen Herzcontainer. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, da gehen wir noch nicht. Ja, ja. Das Grab schieben wir noch nicht auf. Mach das kurz so mit den anderen Gräber. Okay. Alles klar. Wieder nichts. Wieder leer. Auch nicht. Da ist was. Aber ich glaube, da waren wir schon drin. Oh oh. Jetzt mache ich aber kurz die anderen Gräber auch nochmal auf. So, das soll ich mal wieder mal auftauchen. Und dann sterben. Gut, zwei Gräber haben wir noch, dann haben wir es durch. Ah, okay, der Geist ist verschwunden. Gut, kann man die eigentlich einfach schieben? Nö, okay. Kommen hier eigentlich nur diese Gebrüder Bram? Brams? Tatsächlich. Aber den werden wir besiegen. Ups. Ja, war blöd. Das ist ja so dumm. So, komm. Doch auf. Mit Ewigkeit. Sag einmal. Bin ich dann ungeduldig? Jetzt aber. Alter Schwede, das war eine schwere Geburt. Hi. Ach, du hast mich bezwungen. Wie? Ach, du bist es. Ja, der kennt mich wenigstens noch.
Hast du mal die Hymne der Sonne gespielt? Ich habe dir ja schon erzählt, dass du damit die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht machst. Wann immer du willst. Wenn alles um dich herum dunkel ist, kannst du damit wieder Licht in die Welt bringen. Probier's. Ja. Gut. So, dann schauen wir noch mal kurz darunter. Ups. Und wir gehen wieder. Alles klar, dann haben wir das hier. So, jetzt haben wir noch ein Grab über. Was ist der wieder da? Komm her. Bin ready. Bin ready, bin immer noch ready. Oder stirb! So. Gut, und das ist nämlich dieses Grab hier. Und da kommen wir jetzt nämlich runter. Schon wieder Fragezeichen. Ja, und wer schwebt denn da mit einem Heiligenschein? Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Mach mal das einmal. Ja gut, das war mal Fail. Ich muss einfach. Okay, da ist nichts. Was ist da? Es ist einfach die Neugier. Oh oh. Okay, da ist aber nichts. Okay, wir haben es gleich verkackt. So. Ja, ja. Jetzt komme ich aber noch. Wie gesagt, ich muss mich hier leider überall umschauen. Das könnte überall irgendwo was sein. So. Ja. Da hinten waren wir schon, oder? Ja, ich muss schon. So, neuer Abschnitt, das heißt neue Bereiche wieder zu entdecken. Da ist mal nix. So. Da gehen Stufen runter. Oh, das ist ein größer Raum. Oh oh. Okay. Heute haben wir es durch. Oh oh. Falls er das überlebt, zum Glück haben wir noch ein paar Feen. Ersten Abschnitt haben wir gleich wieder. So, da wären wir wieder. Aha, okay. Scheiße. Aha, da geht's aber auch weiter. Aber da ist Abkürzung entdeckt. Ich glaube, da habe ich Abkürzung entdeckt. Ja, da habe ich Abkürzung entdeckt. Gut. Auf ein neues. Aber ich glaube, dann haben wir den zweiten Bereich jetzt auch komplett uns angesehen. Da kann man Abkürzung nehmen, oder? Nehmen wir, machen wir das mal. Wow. Ja, okay, fuck you.
So. Das heißt, jetzt gehen wir ihm mal nach. Außer wir sterben bis dahin. So, Gott, das sind da schon wieder. Wieder so ein verwinkelter Raum. Okay, das ist ein Zombie. Ja, wie weit sieht man dir leicht nur? So, ich glaube, da sind wir gekommen. Und da geht's weiter. Oh oh. Link, gehst du da bitte auf? Ah, warum ist das alles so verwinkelt? Gibt es so viel zum Entdecken? Ich glaube, ich nehme mal eine Fee, wollte ich gerade sagen, aber dann halt nicht. Außer wird einmal getroffen, dann nehme ich instant eine Fee. Also, es sind ja nur Viertelherz ab. Okay. Wie oft hat man vielleicht so Flamme schon getroffen? War da schon die Abkürzung? Ich glaube, da war es schon. Oder hier wäre sie gewesen, quasi. Na, es bin ich falsch gegangen. Wehe, ich schaffe das jetzt nicht. Die Flamme ist gar nicht gesehen. Okay, es geht nach links. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nichts irgendwo was ist. Außer da vielleicht? So. Ah, es wäre schon der letzte Park gewesen, okay. Hey! Die Zeit beträgt 1 Minute 16. Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die dir bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr, sehr vorsichtig. Okay. Gut. Dann können wir das ehrlich empfangen hacken. Unser erstes Item als erwachsener Link. Der Fanghaken. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf CC oder C platzieren. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt und ziele mit dem Control Stick. Lasse C los und du schießt den Fanghaken ab. Boing. So. Nimm es mal Vieh. Gut. Damit könnten wir wieder einiges anstellen. Rüsten schauen wir aus. Hey, siehst du das? Siehst du, das sieht hier aus wie das Symbol am Zeitportal? Ja. Yep. Daher spielen wir jetzt auch die Hymne der Zeit. Perfekt. Und jetzt kommen wir da durch. Ich weiß, wo wir rauskommen. Ja! Hä? Okay. Müssen wir jetzt doch... Wow, wenn wir mit Jump'n'Run machen.
Und darüber. Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Yes. Perfekt. So, jetzt hat sich die Frage geklärt, wie wir da hinkommen. Gut. Somit haben wir den Fanghaken und ein weiteres Herz erhalten. Sehr gut, sehr gut. So, einmal den Friedhof jetzt noch bei Nacht. Und Boris meinte, wir sollten nochmal gegen ihn antreten. Ich weiß aber nicht, vielleicht bekommen wir noch ein Herzteil. Schauen wir mal. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Gut, da kommen wir ihm noch rein. Was wohl aus dem Jungen geworden ist? So, wie gesagt, einmal nur kurz uns da umschauen. Da vielleicht der goldene Skulltula? Nö. Ist da vielleicht irgendwo goldene Skulltula noch versteckt, aber hört sich nicht so an. Okay, na gut, dann schauen wir einmal noch zu Boris Grab. Das war nichts, ne? Versuchen jetzt das Ganze noch einmal. Mal schauen, was wir dann bekommen. Hey Junge, okay. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns von keiner einzigen Flamme uns erwischen lassen. Das war schon wieder extrem knapp. Dann schauen wir mal, was wir dann bekommen. Ah shit, das war jetzt ein bisschen gezögert. Konzentriere mich da gerade ein bisschen. So, dann schauen wir mal. Okay, ja, schauen wir mal. Reden. Die Zeit beträgt 1,8. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Okay. Oh, ich meine Rubin. Okay, ja, vielleicht entweder muss man da noch schneller sein oder keine Ahnung. Wäre vielleicht googeln. So, aber für derweil reicht es jetzt einmal. So, und wir haben jetzt ein paar Rubine, sprich, jetzt werden wir uns noch mal uns zur Lon-Lon-Farm hinbewegen. Kommen wir zum Beispiel mit dem Fanghaken. Jetzt muss ich gleich mal was probieren. Da irgendwo rauf, und falls ja, bringst du das irgendwas? Schaut nicht so aus. Okay. Kommen wir mit dem Fanghaken zur Türe? Auch nicht. Ups. Dahin. Aber hier zur Leiter müsste es gehen, oder? Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen näher dran gehe. Jetzt. Hopp. Geht auch nicht. Okay, gut. Für was haben wir den scheiß Fanghaken eigentlich? Gut, dann wieder, ja, sind wir mal hier jetzt mal soweit fertig.
Wir könnten jetzt doch mal zum Schloss gehen und uns die goldene Skulptur holen. Aber ich glaube, das machen wir später. Das macht man nicht jetzt. So. Da wären wir wieder. Genau, wie gesagt, jetzt nochmal zur Hylianischen Steppe. Zur London Farm wollte ich eigentlich sagen. Jetzt holen wir uns dann das, was uns wirklich zusteht. So, taucht da Irwisch auf? Irrlicht? Warum sage ich immer Irwisch? Wo kommt das? Ich weiß es gar nicht mehr. So, naja, jetzt wird ich mit dem Tag. Brauche das Lied nicht mehr spielen, passt auch. So, wie schaut's aus? Tag? Ah, da ist die Sonne. Gut. Aber nur zu früh für die Musik. So, ja, da wäre ich wieder. Hey. Ja. Nö. Ja. So, jetzt aber. Erst bei Epona zu uns rufen. Und einmal aufsteigen. So, dala, gut. Jetzt probieren wir es nochmal. So, du rettest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Klar. Ah, die hätte ich gleich zahlen müssen, okay. So. Gut, dann sollte man das eigentlich gewinnen. Bäm! Vermaledeit! Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Ey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du, gehört das Pferd dir. Okay, noch einmal. Würden wir übrigens Epona nicht nehmen, dann hätte er Epona und wir hätten sein Pferd, was bedeutend schlechter ist. Nur Epona ist das einzig wahre Pferd. So. Kriege bitte, danke. Dann sollen meine Karotten wieder zurück. So. Auch das hätten wir. Wie kann das denn sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinen Rücken zu zähmen? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Fies? Aber ist mir scheißegal. Ja, es gibt einen alternativen Ausweg.
Der ist einfach darüber. Da wären wir wieder. Und wir haben unser eigenes Pferd. Sehr schön. Cool, okay, so. Dann haben wir das jetzt. Und das war's dann auch mit der Folge. Jetzt könnten wir nochmal... Und jetzt haben wir eben viel schnell unterwegs. Was auf jeden Fall cool ist. Könnten wir eigentlich nochmal zur Farm schauen. So. Ob jetzt Marlon und die irgendwas anderes zu sagen haben. Jetzt mit dem Pferd sind wir mehr oder weniger schnell unterwegs. Einmal da rein. So. Langsam. Okay, dann gehen wir mal herab. Oh, Marlon ist wieder draußen. Höre ich sie singen? Der schaut irgendwie... Hallo, wie geht's dir? Sorry, wenn ich in letzter Zeit etwas merkwürdig war. Fühl dich hier wie zu Hause. Oha. Ganz andere Worte. Sie sind jetzt los. Und da singt die Marlon wieder. Ich glaube, sie ist wieder glücklich. Hey, Marlon. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich weiß nicht einmal deinen Namen. Sagst du ihn mir? Wirklich, Tom? Hab ich's auch gewusst. Du bist der Feenjunge aus dem Wald. Es war vor vielen Jahren. Erinnerst du dich an mich? Tatsächlich? Ich dachte mir schon, dass du es bist. Epona hat dich gleich wiedererkannt. Oh, ich musste etwas über Basil erzählen. Er hatte Angst, dass Ganondorf dahinter kommen würde, dass er Epona gehen ließ. Diese Furcht hat aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Nun ist er wieder so wie früher. Daher kehrt er auch mit Vater auf die Farm zurück. Endlich wird alles wieder, wie es einmal war. Ist das nicht schön? Das alles haben wir dir zu verdanken. Wir stehen tief in deiner Schuld. Vielen Dank, Tom. Ah, schön. Ah, schön. Ja, und ich glaube, damit kann ich perfekt die Folge beenden. Warte mal. So. Vielen Dank wieder fürs Zusehen, liebe Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Kann die Kamera mal so bleiben? Ja. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Tom.